Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit dem Bram, dem Christian, dem Jonathan, dem Sebastian und mir, dem Peter. Wir sind also alle aus Team PietSmiet und das bedeutet, wir schauen heute kochen. Jackfruit haben wir zuletzt gekocht, die geilen Sommerrollen. Und das gucken wir uns jetzt an. Geil, moin. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PietSmiet kocht. Und heute machen wir mal wieder etwas Exotisches. Barbecue-Rollen mit Jackfrucht. Nee, Barbecue-Sommerrollen. Sommer? Hä? Winter. Barbecue-Jackfruit-Sommerrollen. Ja, das ist eine gute Anmerkung, finde ich, von Sepp. Weil bei den Zutaten, die wir jetzt sofort vorstellen, war ja schon Anis und Zimt dabei. Eine Wintersoße. Und das ist eher genau, du machst Sommerrollen mit Wintersoße. Das habe ich auch nicht geil. Aber die heißen das ist wie halt, süß ich, und salzig. Das schmeckt trotzdem. Die heißen halt einfach so Sommerrollen. Die heißen halt so, diese Reisdinger. Reisrollen. Ja. Die heißen Sommerrollen. Und da machst du halt eine Wintersoße rein. Ja. Rein? Soße. Ich hab die dazu gemacht. In Anführungszeichen. Du hast die da reingemacht? Nein. Okay. Wie habt ihr denn eine Soße da rausbekommen aus Marmelade und Birne? Ja, das ist eine Flüssigkeit. Das siehst du klar. Okay, das wird aber noch interessant. Frucht von in den USA? Ich habe einen großen Fehler gemacht, ja. Am Ende der Schritte brauchen wir Gurken, Avocado und Mohrrüben. Aber da dachte ich mir gestern Abend so, komm, dann machst du so ein richtig geile Mohrrüben mit Kartoffeln und Brokkoli, Gemüsepfanne. Dachte mir auch so am Anfang noch so, du musst auf jeden Fall eine Mohrrübe weg übrig lassen, ja, für dieses Rezept. Und was habe ich gemacht? Hab's auch gegessen. Sag mal so, wie das ist. Ich Hast du eigentlich die Kommentare offen, Christian? Ja, ja. Weil ich finde, dazu gab es einen sehr, sehr guten Kommentar, muss ich sagen. Die Ausreden bei PietSmiet werden immer besser. Ich zitiere gerade frei aus dem Kopf, wenn Sachen nicht gemocht werden von ich bekomme sie nicht. Ja, entweder es war nicht im Supermarkt erhältlich, sie mögen die Zutat nicht, sie haben es vergessen, sie haben es jemandem ausgeliehen und jetzt haben sie sogar schon am Vortag einfach alles aufgegessen. Ja, warum ist das voll geil? Ja, muss ich übrigens mal sagen. Egal. Ne, sag. Ne, ist okay. Mach weiter. Okay. Fehlt mir heute Mohrrübe. Dazu benötigen wir Jackfruit, Olivenöl, Barbecue-Soße, rote Zwiebel, Knoblauch. Dann für eine Spinatpfanne Balsamico-Essig, Pinienkerne und natürlich Spinat. Eine Schalotte. Dammit. Und eine Schalotte. Was Lorbeer, ist denn der Unterschied zwischen Spinat und Babyspinat? Der Babyspinat wird früher geerntet, ist deswegen kleiner und schmeckt etwas anders. Ah. Oh, was stand auf dem Rezept, im Rezept? Babyspinat. Oh, ich glaube, ich habe nochmal einen Spinat genommen. Nee, das war auch ich sehe auch keinen Unterschied. Direkt die Polizei hätte sich dir auf den Hals. Ich sehe halt keinen Unterschied. Okay, hatte ich doch Babyspinat? Okay, ich habe einfach bei Rewe mir, Spinat bei mir, eingegeben und dann habe ich das genommen, was da stand. Bei mir war das alles ein bisschen einfacher. Okay. Karotte, wurde theoretisch eine Karotte, aber die hatten bei mir im Supermarkt nur so Bündel. Ich hasse Karotten deswegen. Was? Lassen wir die einfach weg, aber sagt Jay nichts davon, okay? Gurke. Ich wollte halt nicht ein Kilo Karotten kaufen, damit ich eine Karotte für das Rezept nehmen kann. Und den Rest nicht benutze. Die gibt es doch fast in jedem Supermarkt einzeln. Ach so, ja, aber nicht beim Rewe Lieferservice. Stimmt ja. Oh Mann, ey. Also normalerweise ist mir das egal. Normalerweise verarbeite ich die Sachen dann für irgendwas anderes und bestelle die Sachen dann trotzdem. Aber bei Möhren habe ich mir gedacht, ich würde zacken, ey. Aber jetzt wird's doch Jay gesagt. Das ist doch doof. Kann man hören. Ja, du nimmst es doch auf, du Dulli. Ja, das war auch ein Witz, du Dulli. Ja. Birne, Avocado, Sternanis und Zimtstangen. Oh, scheiße, jetzt fehlt Marmelade. Oh. Und Marmelade. Und, Anus, und diese Reisblättchen, wo sind die jetzt? Was sind denn diese Reisblättchen? Die habe ich doch extra gekauft. Da. Und Reisblätter. Also es gibt einmal die Barbecue-Jackfruchtpfanne, die Spinatpfanne, die Wintersoße und die Sommerrollen selber. Und wir fangen an mit der Barbecue-Jackfruchtpfanne. Also diese Sommerrollen, das sind quasi hier, ne? Das soll so später aussehen. Die Jackfruit abgießen und hinten auseinander zupfen. Zwiebeln, Knoblauch würfeln und ein bis zwei Esslöffel Oliven in die Pfanne und Zwiebeln darin an. Anschließend Jackfruit dazu geben und 5 Minuten so anbraten. Bram könnte super Synchronsprecher von Animal Crossing. Ja. Das war gar nicht für die Kamera gedacht, weißt du? Das war einfach nur so, okay, ich lese das ganz kurz Rezept, okay, alles klar. Ja, und dann dachte der Kameramann. Kannst du dir das besser merken, wenn du das dann auch laut sagst, oder was? Weil wenn ich ein Rezept lese, dann
mache ich das leise. Ich mache das aber auch laut. Wenn ich für mich alleine lese, lese ich teilweise laut, ja. Ha! Aber auch. Oh mein Gott. Okay. Nächstes Mal Programm Morrübe. Oh Gott. Das war bei mir komplett behindert in dem Supermarkt dieses Mal. Es war, zu der Zeit war, glaube ich, richtig warm, als wir das gekocht haben. Kann gut sein. Und ich war das Freitag, glaube ich, einkaufen, abends. Ganze Obstabteilung oder Gemüseabteilung komplett leer gefickt. Ich habe nicht eine Gurke gehabt, ich hatte nicht eine Mohrrübe mehr gehabt. Musste dann am Samstag morgens früh nochmal dahin gehen, um mir eine scheiß Gurke zu kaufen. Dachte ich auch so, what the fuck. Und eine Rübe. Freitagabends ist immer alles leer gefickt. Das ist halt also echt übel gewesen. Deswegen bin ich Freitagabend nicht einkaufen. Gutes Obst muss immer morgens gehen. Ja, ich gehe nie eigentlich abends einkaufen. Weiß auch nicht, warum ich das da gemacht habe. Immer mittags. Färbung auf so einem Carbonmesser weg. Vielleicht wisst ihr es, schreibt in die Kommentare. Wegschmeißen, neues kaufen. Hast du gerade die Kommentare zitiert? Nee, das war mein eigener Dummheit. Okay. Das ist Knoblauch. Hopp! Alter. Boah, was für Reflexe. Die Reaktion war fix, ne? Komm, ey! Das war wirklich schnell! Ja. Das war wie bei Kommando Kant und so weiter. Ich fand, das war wirklich nicht so eine langsame Reaktion. Nee, war nicht so eine langsame Reaktion. Wenn man sie natürlich in 0,25er Geschwindigkeit abspielt, dann dauert die auch länger. Okay, das muss jetzt nochmal überprüft werden. Finden wir die Reaktion schnell oder nicht? Also die Gurke ist wir brauchen als erstes Knoblauch. Okay, sie rollt, sie rollt, sie rollt und da greift bleibt stehen. Ja, aber sie ist stehen geblieben. Und dann Wenn die weiter gerollt wäre, dann wäre die runtergefallen, wenn die nicht von sich aus stehen. Da war die Reaktion immer wieder fix. Die Gurke hat voll alleine angehalten. Quatsch, hat die nicht. Das war meine Macht. Nee. Und? Liegt. Da, die werden auch weitergerollt. Die lag. Der sagte immer, man soll die Zwiebel quasi ein bisschen ehren. Und irgendwie, na egal. Ich muss das Video nochmal angucken, bevor ich weiß, wie das gemacht hat. Das mit den Zwiebeln, die lassen sich schlechter abziehen. Das bin ich dann bei meinem zweiten Paris-Besuch. Erstmal dem Lieferservice. Beim ersten habe ich ein Freundschaftsbändchen anreden lassen. Als ich mit meiner damaligen Freundin da am Wochenende da war. Das war ein schreckliches Wochenende. Ich will nie wieder nach Paris eigentlich. Also ich bin heute irgendwie nicht so ganz... Ja. Disneyland ist aber Disneyland ist geil. Ja gut, das, da ist ja auch alles abgeschlossen. Da kommen die ganzen komischen Menschen auch nicht rein. Du, also wenn du davor stehst, da bist du schon, als wenn du mitten am Eiffelturm stehst. Da verkaufen auch die ganze Zeit irgendwelche Leute da dir irgendwelche Sachen. Ja. Wieso? Wieso schicken die nicht weg? Also das ist Teil der Kultur. Ja, auf der Spur. Ich weiß nicht warum, aber es könnte sein, dass heute nicht mein hellster Tag sein wird. Kommt das in mein... Okay. Ja, ja, oh gut. Ich habe übrigens, deswegen ist der Hund wahrscheinlich noch so geil, nur eine Schweineschnauze. Hund hat nämlich heute Geburtstag. Weißt du, du weißt das nicht, dass du Geburtstag hast, aber... Ist auch eine gute Maske, oder? Wenn er einkaufen geht, so eine Schweineschnauze, ne? Ja. Hallo. Ich will auch jetzt bald so ein Ding, ohne Scheiß. Jackfrucht im Salzlake. Meinst kaputt, kannst du haben. Organisch Bio. Okay, das sieht schon mal hammer-eklig aus. Also das ist halt wirklich echt eklig. Echt eklig. Alter, das sieht ja aus wie Hühnerfrikassee. Wie Hühnerscheibchen. Ich hätte halt auch gesagt, irgendwie wie eingelegter Fisch oder Hühnerfrikassee finde ich ganz gut für euch. Ja. Was hast du denn jetzt? Ja, du hast eine Dose geöffnet. Es riecht süßlich und sauer. Aber wie kann denn da schon Sammy da drin sein? Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich hab dir die Dose gerade erst aufgemacht. Sammy, du bist da hinten auf dem Sofa. Okay, das müssen wir dann mal abschütten. Ja, wenn da so eine orientalische alles vergeudet, Peter. Jay auch. Hey, was macht man denn jetzt damit? Sieht aus wie Hundefutterdose oder so. Die Jackfruit normal soll ja irgendwie so zwischen Ananas und Banane schmecken. Es fühlt sich aber an wie so Ananasfrucht. Schmeckt aber nicht süß. Schmeckt halt wie irgendwas, was aus der Dose kommt. Ja, ist halt so. Hat doch gar nicht geschmeckt, fand Das sieht bei dir ja komplett anders aus. Ja, irgendwie so eine, der hat so eine Schale da noch so, also so ein bisschen. Ich hab auch nicht die gleiche Dose gehabt wie ich, hab die größere. Ha. Ah. Die Stücke sind auch viel größer bei dir, interessant. Super salzig. Noch nicht so geil. Mit den Händen auseinanderzupfen. Sind da noch die Kerne dazwischen oder so, weil die halt auch ja, so die hatte ich auch. Sind? Ja, die hatte ich auch. Die hatte ich auch.
Das klingt am Ende mit reingemacht. Nach einer deutschen Frucht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also wie gesagt, eine Jackfruit, das wäre irgendwie so ein Kleinkind, was man auf dem Arm hat. Und die ist auch recht teuer. Nein! Das ist aber auch ich glaube, den Saft trinken ist bestimmt gut. Oh mein Gott, Salz. salzig. Lecker. Nachdem die Zwiebeln alle angeschwitzelt sind, hauen wir mal hier die Jackfrucht da rein. Keine Ahnung, was das jetzt gibt hier. Ich weiß gar nicht, für wie viele Sommerrollen ich das jetzt mache hier gerade, die ganze Scheiße. Ja, man sieht eventuell, dass ich Fisch gebraten habe. Piet. Sweet. Kocht. Können wir das sehen? Da vollkommen da 100 ml Barbecue zu sein. Wie viel ist hier drin? 300, also ein Drittel. Da ist so ein Viertel von der Flasche. Ist das die halbe Flasche? Das ist echt viel. Riecht fantastisch. Jay hat Schaschlik genommen, oder was? Ja, er mag keine Barbecue-Sauce. Ich mag schon Barbecue-Sauce, aber nicht diese Smoky-Barbecue-Sauce. Und irgendwie, wenn ja, Barbecue-Sauce... du mit deiner Smoky-Barbecue-Sauce, es gibt tausend Barbecue-Sauce-Varianten. Ja, aber auch, ja, sind Schaschlik, die nicht Schaschlik ist doch genauso. Nee. Nur, dass sie halt nicht Smoky... Ja, wenn die, nee. Moment, wenn du eine normale Barbecue-Sauce, Schaschlik die nicht Smoky ist, kaufst... Ketchup. Ich weiß nicht, wieso du dich immer an diesem Smoky-Begriff so aufhängst. Also, ich habe zum Beispiel eine süße Barbecue-Soße gehabt. Ich habe zum Beispiel, das hatte irgendwer in den Kommentaren noch festgestellt, die ich hatte, ich weiß nicht mehr von welcher Marke, der hat es festgestellt, ich glaube Knorr oder so. Die hat exakt geschmeckt wie die Barbecue-Soße, die du bei Mc's bei den Chicken Nuggets kriegst. So leicht süßlich. Mega gut. Aber ich finde, aber jede Barbecue-Soße hat so eine Grundrauchigkeit. Ich finde auch die bei Mc's hat eine leichte Rauchigkeit. Ja. Aber es gibt auch süße. Also es gibt auch so Honey-Barbecue. Ja, aber selbst die sind rauchig, finde ich. Also halt leichter als die Voll-On-Rauchigen. Naja. Das Barbecue-Soße so an sich. Boah, geil. Riech mal. 100 Milliliter. 100 Milliliter? Ich habe die letzte Barbecue-Soße genommen, die es in diesem Regal gab. Denn scheinbar grillen alle Menschen jetzt. Ja. Komm schon. Letzte Minute. Es ist sofort rum. Ja, da, jetzt, okay. Wir haben uns für den Fisch entschieden. Das kommt gleich alles hier in so einer... Wait, hattest du da schon die Barbecue-Soße drin, Bram? Nee. Sieht noch sehr hell aus. Christian auch, oder nicht? Nee, das habe ich auch erst in der Auflaufform vermixt. Sorry, aber eigentlich hätte ich das im Video auch gesagt, warum ich das tue, damit ich mir die Pfannen spare. Damit ich halt das die nicht dreckig ist. Ja. Genau, damit ich die Pfanne dann für das... was kommt danach? Der Blattspinat, den man danach machen musste. Ja, das habe ich auch in der gleichen Pfanne gemacht, habe ich halt kurz sauber gemacht. Ja, aber da muss ich das nicht sauber machen. Ah, okay. Ich habe halt untergemischt in der Also Pfannen sparen heißt, weniger sauber machen müssen. Ja, genau, weil du musstest die ja nicht anbraten, die Barbecue-Soße, sondern nur untermengen. Und danach kam das direkt in den Ofen. Genau. Und deswegen habe ich das in der Auflaufform gemacht. Ja. Dann geht er in den Ofen. Für 15 bis 20 Minuten, immer mal gelegentlich, muss ich es umrühren. Oh, war ja. Oh, meinst du, ich soll mal eins probieren? Das ist eine gute Idee. Ja, also noch nicht so ganz. Ab dafür. What the fuck? What the fuck? Ab dafür. Das ist wohl die Kamera. Ich weiß selber nicht, was da passiert sein soll. Ich glaube, das ist einfach nur ein Effekt. Also ich glaube auch, dass das ein Effekt ist. Ja, die Kamera ist nicht umgefallen, so kann ich sagen. Die hat sich ja nicht bewegt. Wahrscheinlich hast du einfach irgendwie da so ein paar leere Pfandflaschen daneben geschoben, die halt ein bisschen Geräusch gemacht haben. Wahrscheinlich. Das hast du, Andi, den ganzen so sind Videos gefaked hier, ne, bei PC. Nur wenn du mir Bescheid wirst. Jetzt wird Andi nächsten Freitag in unserem Meeting wieder sagen, Mensch... Ja, das macht das Video nicht besser, wenn die das wissen. Spinat. Das heißt, wir müssen wieder Olivenöl nehmen. Ja, Olivenöl. Oh mein Gott, nein, nicht den Deckel in die... Oh Mann, ey, das ist, wenn man zu hektisch wird. Grob gehackte Schalotten. Das ist nicht die hellste Stunde von selbst. Ja. Check. Schalotte grob würfeln. Schalotten. Aber die Zwiebeln haben schon geschnitten. Ich steht eine Schalotte. Ich habe nur eins Schalotte. Leute, folgt der Spinner. Das ist eine krasse Reaktion, Jay. 250. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Ich dachte halt, hier ist ein Viertel Kilo drin. Spinat hinzufügen. 250 Gramm. Das sind aber auch der Spinat ist halt echt krass, wenn du den kaufst. Boah. Ja. Okay. Ja, aber der fällt ja instant. Ja, der hat sich zu tun.
Wie bei Pilzen, wenn das Wasser rausgeht. Warum ist das eigentlich Babyspinat? Weil der früher geerntet wird und die Blättchen dann kleiner sind. Wo kommen denn die Pinienkerne dazu? Hä? Na, das da stand da leider nicht. Die Pinienkerne. Die sind aber für die Spinatpfanne da. Da sind ja Pinienkerne noch. Hä, das steht doch alles hier in dem Rezept gar nicht drin. Da standen super viele Sachen in dem Scheiß. Eine Handvoll Pinienkerne. Ist das der, ist das der Spinat mit dem Blub, den du da drin hast? Ist das gefrorener Blubspinat? Das ist gefrorener Iglo-Spinat, aber nicht der Rahmspinat, sondern geschnittener, gehäckselter, kleiner Spinat, Blattspinat, richtig. Gab halt leider keinen frischen. Ich hätte echt lieber frischen gehabt. Ja, das glaube ich. Ich glaube, der ist auch geiler als tiefgefrorener. Ja, definitiv. Also der ist auch scheiße gewesen. Also nächstes Mal mache ich lieber den Blub. Der ist aber klein geschnitten. Also wirklich klein. Ja, klein der ist sehr klein. Wirst du gleich sehen, wie klein der wird. Das aber mit den Nüssen war aber echt ein bisschen kacke. Weil das ist mir viel zu spät aufgefallen. Und dann habe ich die extra noch angeröstet, weil ich finde die unangeröstet halt lang nicht so geil wie angeröstet. Ja. Ich glaube, die sollten dann noch angeröstet werden. Und voll. Oh Gott. Gott sei Dank. Da habe ich mir auch gedacht, nicht auf den Rasen. Haben wir mal so gedacht. Haben wir mal dazu. Aber eigentlich machen wir nicht dazu rein, oder? Nee. Balsamico Essig drüber. Da stand aber zur Hexe, glaube ich, dran oder sowas. Echt? Nee, da stand ja gar nichts dran, weil, und deshalb hat die ja keiner reingetan. Das Rezept steht einfach nur als Zutat, Handvoll Pinienkerne. Ah, okay. Ja, ich kenne die normalerweise bei den Rezepten, die ich die bisher immer benutze, ist dann so, du lässt die ganz und röstest die dann an. Auch nicht in Öl oder so, sondern einfach rösten. Ich glaube, das habe ich am Ende gesagt. Das Rezept ist eigentlich auf der einen Seite richtig scheiße, auf der anderen Seite richtig clever. Denn ich glaube, er hat absichtlich nicht alles ins Rezept gepackt, wie das funktioniert, sondern eigentlich musst du dir wahrscheinlich das Video angucken. Ja, glaube ich auch. Wie das gemacht wird. Und das habe ich aber nicht gemacht. Nee, das habe ich auch nicht gemacht, aber ich fand's dann fand ich es wiederum clever umgesetzt von dem und dann konnte ich dem leider doch nichts abziehen. Okay. Los. Ja, jetzt weiß ich, wieso man mehr Spinat hätte nehmen sollen. Boah, wie geil dann einfach noch aussieht. Dafür die Birne würfeln. Geil, ohne Spinat, ey, so eine Scheiße. Danach, ist geil. Danach die herrliche Marmelade hinzufügen und untermengen. Also tut mir leid, aber die herrliche Marmelade ist irgendeine so landliebe Marmelade und ich habe einfach extra das kleinste Päckchen geholt, was ich gefunden habe. Birne war nie so meine Lieblingsfrucht. Aber ich weiß sie mittlerweile mehr zu schätzen. Vor allen Dingen Birnenschnaps. Wenn wir außerhalb essen gehen, Eine geile Birne. Ich glaube, ist das nicht drin. Es gibt geile und es gibt ungeile Birnen. Ist eine geile Birne. Hm? Ist eine geile Birne. Nice. Weil, echt, das ist eine geile Birne. Gerne gemacht habe, meiner Schwester. Es gibt diese matschigen Birnen und es gibt diese festen Birnen. Ja, warte mal. Die matschigen Birnen sind scheiße und diese festen Birnen finde ich geil. Okay, nice. Ich hatte so eine. Ich hatte das genau umgekehrt. Das kommt wahrscheinlich noch. Ich hatte so eine Birne. Weißt du, normalerweise, wenn du eine Birne anschneidest und da kommt so ein bisschen Saft raus, dann weißt du direkt, aha, alles klar, die ist süß. Ich hatte so eine Birne, die war furztrocken und naja, die war nicht ganz so krass süß, aber ich hätte lieber Saft gehabt. Ich glaube, diese Williams Christbirne oder was auch immer, die ist, glaube ich, oder Williams Birne oder so heißt die, glaube ich, die kenne ich nur als Schnaps. Diese kleine. Ja. Ich habe so eine lange genommen. Die ist, glaube ich, eher fest, keine Ahnung. Ich habe mich auf jeden Fall auch gefragt irgendwann, wieso ich diese fucking Birne geschält habe. Ich habe keine kommt Ahnung. Noch, warum. Peter, kommt ergibt noch. Ergibt halt keinen Sinn. Verdaust ohne die Schale auf die Wange besser. Geklebt. Ja. Ist das nicht lustig? Mensch, ich auf war schon lustig früher. Landliebe Feuchtcreme. Nee, Fruchtcreme. Okay. Also es ärgert mich tatsächlich ein bisschen, dass ich so eine harte Birne habe. Aber normalerweise sind die da noch nicht so süß. Oh doch, die ist schon ziemlich süß. Oh. Nee, Betteltante, zisch ab. Wenn ich mir so überlege. Oh, geil. Das ist schon so stimmen, dass das jetzt hier wird. Hat sich gelohnt zu kommen. Also. Ja. Okay, Anbrach. Das hier wieder umdrehen. Alter, das ist mega stressig heute, weil du 1000 Sachen gleichzeitig machen musst. Also, kann ich das? Alter. Ja. Krass, ne? Krass. Hier steht Wintersoße zubereiten. Dafür die Birne würfeln und ohne Öl in der Pfanne anbraten. Danach die herrliche Marmelade hinzufügen und untermengen. Flamme runterstellen und 5 Minuten köcheln lassen. Jetzt steht aber Kamera ein bisschen mehr in die Lorbeerblatt und hier beim Rezept nicht an welcher Stelle. Ich mach die deswegen immer, ich lasse die deswegen immer aus. Ich lasse die auch immer aus. Beim Pizza Koch lasse ich auch aus.
Was ich gesagt habe, ist, es ist strange, dass da nichts drinsteht mit dem Lorbeerblatt und dem Zimt. Peter, die ganze Wintersoße ist ein totaler Fail in der Rezeptbeschreibung. Ich habe nämlich dann in das Video reingeguckt, wie die Soße nämlich gemacht wird, und da offenbart sich dir einiges. Okay. Weil das nämlich sehr viel Arbeit ist. Also ich hab da dafür reingelegt. Hättest du mal denn machen müssen. Ich hab da Aroma einfach, also ich hab da einfach reingelegt. Was muss man denn machen, Sebastian? Sehen wir das viel vielleicht mehr bei Sebastian? Erdbeermarmelade. Also da sehen wir das ja jetzt bei dir gleich noch? Ja, da steht ja ein, vielleicht gehe ich da auch noch drauf, also ich gehe auf jeden Fall drauf ein, weiß nicht, ob das da drin dann geschnitten ist, aber können wir gleich gucken. Okay. Hau. Der Zimt, die Zimtstange, der Anisstern und das Lorbeerblatt sind nur Deko. Nö. Ja, okay, das wollten wir aber extra nicht gucken. Wir gucken keine Videos. Oh. Ja, ich hab das auch fertig gekocht und dann habe ich gedacht, das kann, also... Kacke. Wir sind Schmidt. Einfach dumm, ja? Jetzt hört doch mal auf, den Cut, ja, fertig zu machen. Das kriegen wir auch wieder am Freitag ab. Ja, nur für die Zuschauer, wir gucken extra keine Videos, weil es dann ja lame wird. Weil wir dann ja exakt wissen, wie es gemacht wird, und das ist nicht so ganz in der Sache. Genau. Ja, tatsächlich habe ich in dem Fall das Video geguckt, weil ich dachte nämlich, dass das Video Teil der Rezept, also weil das Rezept so geschrieben worden ist. Ich habe das auch währenddessen geguckt, weil das Rezept so geschrieben worden ist, dass ich mir dachte, okay, Pinienkerne, Zimt, was mach ich denn jetzt damit? Ja gut, dann musst du halt das Video gucken, damit du weißt, was du damit machst. Ich habe das am Ende geguckt, weil das nicht hinkam. Also bei mir war keine Soße da, weil du ja nur einen Löffel... Nee, genau, am Anfang hatte ich auch nur... Aber das macht halt keinen Sinn. Ich hatte halt einen Schuss Marmelade mit ganz viel Bieren. Ja. Ach, das habe ich dann einfach akzeptiert. Dass Jonathan das nicht versteht, was er damit machen muss. Riecht unfassbar geil nach Anis, Zimt und ein Lorbeerblatt. Und braun auch. Easy Game. Ein Stern. Ja, was soll man denn sonst damit machen? Eine Zimtstange. Ein Lorbeerblatt. Wetten, die schmeißen das mit in die Soße. Ja, da gehört das ja auch rein. Das steht doch da auch. Nee, steht da nicht. Ja doch, da steht Wintersoße. Steht drin, steht dann nicht. Steht drin, ja, steht drin steht für die nicht. Winter, steht drin Zutaten für die Wintersoße. Birne, Anisstern, Zimtstange, Lorbeerblatt und die Marmelade. Da steht Gewürze hinzugeben. Und als Gewürz gibt es ja nur Anis. Und richtig, Gewürze Zimt. Hinzugeben und 1-2 Minuten anbraten. Das ist eigentlich aber relativ eindeutig. Ja, aber das macht ja keinen Sinn, ohne groß viel Soße, also mehr Marmelade als ein Löffel, dann Zimtstern reinzuschmeißen, weil der Zimtstern, der gibt das ja nicht ab. Wenn du den Zimtstern solltest du auch nicht da reinpacken, sondern einen Anisstern oder eine Zimtstern. Ja, wow. aber war es nicht mehr als ein Löffel? Ich habe irgendwie zwei bis drei Teelöffel. Ah, okay. Ich habe das Rezept gerade offen. Okay. Oder so. Also zwei bis drei Teelöffel ausgemacht, die Marmelade kam da rein, das war aber trotzdem. Also es war genug, dass du quasi die Birne ein Aroma angenommen hat, sowohl von der Marmelade als auch von Zimt und Anis. Es war aber zu wenig, um jetzt zu sagen, das ist eine Soße. Ja, würde ich auch sagen. Und ich muss dann die Birnen mehr einkochen. In dem Video, nachdem ich das dann selber mir gedacht habe, das kann ja alles nicht sein, das macht überhaupt gar keinen Sinn, habe ich in das Video reingeguckt und da ist nicht nur 2 bis 3 Löffel, da ist glaube ich 2 bis 3 Löffel pro Rolle. Also die Soße, die ist halt voll flüssig, da ist voll viel Marmelade drin. Und dann dachte ich mir so, das ist so schlecht beschrieben alles, das macht gar keinen Sinn. Und dann macht das natürlich auch Sinn, die Gewürze da rein zu tun. Okay, hat bei mir auch so Sinn ja gemacht. Ja, ohne Sinn. In diesem Video wird halt gesagt, so sollst du das anrichten, guck dir das Video an, das Video ist das komplette Rezept. Und in dem Video schmeißen die den Sternanis, den Zimt und so auch da rein. Da steht nirgendwo was von, tu den Sternanis damit rein. Also ich könnte wetten, dass Sebastian das nicht versteht, was er damit macht. Also auf jeden Fall geschmackliche Explosion wahrscheinlich, weil du so viele verschiedene Sachen gleichzeitig schmeckst. Ob das was für Bram ist, ich wag das ja zu bezweifeln. Die ganze Scheiß Marmelade tue ich da jetzt rein. Dankeschön übrigens an meine Mama, die Marmelade selber gemacht hat. Die ganze Scheiße, die Scheiße werde ich jetzt nämlich nehmen. So, und du hast ihn so leicht einkochen. Das riecht jetzt schon geil mit dem Anis. Wie das riecht. Das riecht richtig gut. Für die Sommerrollen. Gurken, Avocado, Karotten in Scheiben schneiden, sodass sie in den Reispapier passen. Anschließend Reispapier warmes Wasser einweichen. Das riecht so gut. Oh, das riecht so gut. Ohne Spaß. Das riecht heißt, wirklich gut. Das unsere Sommerrollen geil. Einfach mal so ein Stück Gurke.
Alter, von wann ist die denn? Mehr glasig geworden, dadurch, dass mein Kühlschrank ein Ticken zu kalt eingestellt ist. Ah, das ist krass. Wir sagen mal hier so lange Stinger. Stinger. So, jetzt sind die Krebse auch noch ein Stück. Können sich dann gleich überlegen, was sie wollen. Hast du gerade eine Möhre gezockt? So, fuck. Du weißt schon, dass man dich nie sieht bei dieser Einstellung. Ja, man geht ja ums Kochen. Das ist dir schon bewusst, oder? Warum sollte man mein Gesicht sehen? Ja, geil, jetzt sieht man nichts mehr vom Schneiden, Frau Eieruhr. Wie klug sind Sie eigentlich? Hä? Wie klug sind Sie? Guck mal, hier haben wir noch mal einen. Ich kann jetzt die Daumen, dass das gut wird. Weißt du, sie kommt vor der Arme und grabbelt direkt an der Kamera rum und macht irgendeinen Scheiß, ey. Fünf ist die Antwort auf alle. Finde ich auch gut. Und bei dir wird schon ein Pizzalieferant rausgesucht. Ja. Die Pizzalieferant. Ich hatte. Ja, Feedback. Shit. Der ist ja der ist weggeflogen. Hinter die Zwiebeln gerollt oder sowas. Ich habe vor meinem Schrank oder Regal habe ich da super viele Sachen auf dem Boden stehen. Hast du ihn wiedergefunden oder nicht? Ja. Nee, da ist jetzt mittlerweile. Der bleibt da jetzt. Das ist so ein kleiner Avocado-Baum, der voll wächst geil. Den Sachen raus. Muss ich keine mehr kaufen sehen. Anschließend Reispapier in warmem Wasser einweichen. Anschließend Wasser im Reichswasser. Reichswasser einweichen. Was? 5 Sekunden im warmen Wasser tauchen. 5 Sekunden. Weil ich das gelesen habe. Hat Adolf vorher schon so gebadet im Reichswasser. Also die sehen aus wie, irgendwie wie, so ein, wie aus einem Badezimmer. Ja, wie so Unterhaltsetzer oder so, finde ich. Ja. Wie so Matten, die du auf deinen Tisch legst. Ja. Möchte ich das jetzt noch hinkriegen in der Zeit? Oh, Bram hat andere. Ja, Moment. Bram hat Runde. Alles unkundig, ja. Fertig. Das sieht auch gefährlich aus. Das ist scheiße. Mach mal das Ding denn auf. Hä? Hat auch in der MR nicht nachgedacht, oder? So. Jawohl! Das ist so fest. Das ist so ein Hartplastik. Aula. Das passt nicht. Wer bei diesem Video nicht hart abkotzt, ja? Oh Gott. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der das hier ganz gelassen durchzieht. Fuck! Fuck! Mein jetzt! Wo soll man das denn einweichen? Was für einen General. Riesigen... 3, 4... Holy shit, ey. Oh, das war in einem Zutaten-Topf. Das klebt auf volle Kanne jetzt. Ja, ich glaube, das machen wir mal neu. Ha, heiß. Natürlich heiß. Okay. Das sieht gut aus. Noch ein bisschen voll. Ja, vielleicht. Turn around. Ach, Quatsch. Alter, boah. Wenn's so. Ja, wenn's so. So. Hab jetzt eine größere Schale geholt. What the fuck? Was ein Zeug. Ja, das funktioniert, oder? Oh, weiß nicht, ob das zu voll ist oder nicht. Dann kommt die Wintersoße. Ja, ich Fleisch. Hab die Wintersoße einfach da reingeklatscht. Ja, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee gewesen. Glaube ich auch. Ich hab zwei gemacht. Zwei Soßen? Mein Reisding. Das sieht gut aus. Einen mit Wintersoße daneben und einen halt mit da drin. Ah, okay. Das macht keinen Scheiß hier. Sieht aus wie ein Taco. Ja. Die Skala von 1 bis schön ist okay. Ich weiß, Soße sollte eigentlich bedeutet, kommt da drüber, aber ich tue nur mit da drauf. So. Krass, wie das klebt. Wahnsinn. Alter, ist das klebrig geworden, das Zeug. Avocado! Ja, stimmt! Dankeschön an die Regie. Avocado, jetzt mach mal nicht so einen Stress. Ein Stück Avocado als Topping obendrauf. Also wer mal was Fancyes nachkochen möchte, ne, das ist auf jeden Fall super fancy. Ja. Oh! Oh! Fertig. Oh Gott, das sah aber böse aus. Einmal mit integrierter Soße und einmal ohne integrierte Soße. Das sieht voll gut aus. Die Soße, also dieses Birnenzeug, riecht extrem gut. Wollen wir mal das Birnending? Ah, okay. Warte, jetzt gleich kommt, glaube ich, der Money Shot. Was habe ich denn im Gesicht? Schmeckt nach allem. Also die Birne. Am Anfang ist es dann süß mit der Soße. Also sehr, sehr interessante Kombo. Ach. Also ohne die Erdbeermarmelade schmeckt das deutlich besser. Dankeschön übrigens an meine Mama, die das selber gemacht hat. Da ist der Money Shot! Oh, Peter! Das ist geil. Für Fischen zu essen. Mega lecker, sehr intensiver Geschmack. Einzige Nachteil, ich glaube, ich wollte davon so 10 Stück, damit ich satt bin. Oh mein Gott, da haben wir schon mal eine lockere 8 von 10.
Das ist super lecker. Faszinierender Geschmack. Diese Reisrolle, die ist echt krass. Aber echt Angst, dass ich mir ersticke, wenn ich die esse. Weil die halt so wie so ein Klumpen im Mund ist. Bin immer noch unsicher, ob das jetzt geil ist oder nicht. Gut, bei der Jackfrucht schmeckt man jetzt halt vor allen Dingen die Barbecue-Soße. Ja, komm, keine Ahnung, wie die Jackfrucht schmeckt. Aber die ist ein guter Träger für Barbecue-Soßen-Geschmack, das kann ich wohl sagen. Double Money Shot. Wofür fokussiert der Blick denn? Das Rezept würde ich normalerweise 2 Punkte abzugeben, weil da Sachen einfach wieder mal nicht drinstehen. 6,5 von 10 Seppiös gebe ich mal. Ich würde sagen 9 von 10 Sterne. Wirklich, mega geil. Vegan? Vegan? Ich glaube vegan. Ich glaube, ihr hattet heute ein bisschen Spaß. Ist mir dann auch später aufgefallen. Ich weiß nicht, was in der Barbecue-Soße drin ist. Aber kann man ja machen. Also... Aber die ist halt schon wichtig. Ich glaube, also das war eines der leckersten Rezepte, die wir ever gemacht haben, aus meiner Perspektive. Weißt du, was du wahrscheinlich richtig geil auch nehmen kannst? Was denn? Anstatt der Jackfruit? ja. Und zwar hier... Pulled Pork. Ja. Geht auch. Ja, Pulled Pork geht bestimmt. Du kannst auch wahrscheinlich aber einfach ein Hähnchen nehmen oder sowas. Ja. Hütchen. Ja, aber das, also dieses Jackfruit hat mich sehr daran erinnert, dadurch, dass du auch diese Barbecue-Soße da reinmachst, so an Pulled Pork. Ja. Das mag ich zwar nicht so gerne, aber ich dachte mir, das ist bestimmt für die Leute, die das geil finden, bestimmt nochmal einen Ticken besser. Ansonsten fand ich das Rezept, also nicht das Rezept fand ich nicht so toll, also das Rezept an war sich, schlecht aber das geschrieben, Essen, ja. Das Essen war mega gut, schnell gemacht, kann ich empfehlen. War das jetzt bei euch kalt oder warm? Warm, heiß, beides. Also die Jackfruit war warm. Also heiß, ja. Der Spinat war warm. Der Obst ist auch ist kalt. Ja. Obst ist Obst. Nee, warte mal, der Obst, also die Wintersoße war ja auch noch warm. Auch ja, also nee, ich hab das ja, versucht, aber die Möhre, das genau, die Möhre, also, die Möhre, Gurke, Avocado. Das war das kalt. Halt die, ich fand die, also eigentlich mag ich ja Avocado, aber ich fand die irgendwie als Störfaktor in dem Rezept. Keine Ahnung, vielleicht habe ich dazu dicke Stücke drin gehabt, weil irgendwann habe ich nur noch Avocado geschmeckt teilweise. Ich habe vor allen Dingen Barbecue-Soße geschmeckt, ehrlich gesagt. Ja. Ja, da fand ich die Jackfruit echt ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, weil die halt Eigengeschmack nicht viel hatte und die eigentlich nur Barbecue-Soße da reingebracht hat. Ja, hättest du auch wahrscheinlich Tofu nehmen können. Ja, oder einfach Barbecue-Soße, einfach ein bisschen Barbecue-Soße drüber. Ja. Ist halt so. Dann hättest du mehr Platz gehabt noch für die Wintersoße oder so. Dafür mehr Spinat. Aber die war geil. Diese Mischung. Spinat war auch mega geil. Also diese unterschiedlichen Geschmäcker zusammen, das war voll gut. Also aber Jackfruit war meh. Aber ich hatte echt auch die Angst, dass wenn ich da diese Reisrolle im Mund hatte, dass ich daran ersticke. Weil ich habe extra noch ein bisschen was davon weggeschnitten an den Enden, weil meine waren ein bisschen kleiner und dann ist super viel so ein richtiger Lappen da übergeblieben. Ja. Und wenn du das kannst du, glaube ich, gar nicht vernünftig kauen. Das ist so wie Karamell, das klebt einfach in deinem Richtig. Mund alles zusammen. Du hast große Stücke genommen, ich hab das extra hast du meine Stücke genommen. Gesehen. Der hat sich halt richtig gegönnt. Ich hab die auch in drei Bissen weggehabt eigentlich. Also, ich fand die übrigens auch gut zu essen. Bram hat als Kritik gesagt, die wäre so schwer zu essen. Ich habe einfach wie halt so ein Burrito wegsnacken einfach. Ja. Ich finde, wir sollten auch mehr Sachen machen, die Peter deepthroaten kann. Ich glaube, ich mache das immer gerne für die Kamera. Vor allen Dingen, man sieht da nicht meine Freundin links neben mir sitzen, die einfach dann immer nur mit dem Kopf schüttelt. So mega. Die guckt dann so neidisch oder so. Ja, die ist dann mehr so, oh Gott, warum machst du sowas vor der Kamera? Und ich denke, für die Fans. Okay, das war mal wieder eine schöne Folge Pete's Meat kocht. Heute wir haben noch 4 Sekunden. Achso, Entschuldigung. Pete's Meat. Komm rein. Boah, krass. Das war wichtig. Ja, hätte ja sein können. Keine Ahnung, ich habe das Video vorher nicht gesehen. Das war jetzt eine wunderschöne Folge Pete's Meat kocht. Die nächste Folge kommt heute auf unserem Hauptkanal. Und die wird da schön. Geht's um Spargel. Ja, wichtig, dass man Rezepte nicht kennt und vor allen Dingen sich auch keine Videos vorher anguckt, sonst wäre das nicht passiert. Ja, ich freue mich so darauf, auf das React auf jeden Fall. Okay. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.